Hallihallo, Hallöle, meine lieben Zuschauer, und willkommen zu diesem Indie Spotlight, das erste dieser Reihe, die ich jetzt starte, in der ich nette Indie Games, die gerade verfügbar sind, ob noch frei oder für immer frei, sei dahingestellt, die noch in der Entwicklung sind oder vielleicht schon abgeschlossen sind, bei Cezio. Wie dieses Indie-Game heißt, steht das nicht so ganz fest. Das kann man wirklich nicht so sagen. Also, dieses Indie-Game heißt Césure. Ein französischer Name, den ich nicht so wirklich aussprechen kann. Deswegen möge man mir verzeihen, wenn ich da Fehler mache. Denn ich kann kein Französisch. Hab es nie gelernt. Und werde es vielleicht auch nicht mehr tun. Wer weiß. Wir haben auf jeden Fall hier die Bahnen, die hier rumlaufen. Und während ich hier so rumlaufe, das ist wirklich komisch. Also die Ringe laufen hier in Bahnen drumrum und hier haben wir noch eine Bahn, mit der man nach unten kommt und alternativ andersrum auch wieder hoch. Ist ja irgendwie logisch, wenn man da hoch kann, dann kann man auch runter und andersrum meine ich eigentlich. Egal. Bei Cezio, ich kann es ja mal kurz mal sagen, laut den Entwicklern geht es darum, die Gegend, die jetzt zur Verfügung steht, einfach zu erkunden und für sich das da rauszuziehen, was man ja darin findet, was man daran sieht. Es ist ja hier sehr dunkel, man ist allein. Man kann die Einsamkeit darin sehen, man kann viele, viele Dinge daran sehen. Ist eigentlich nicht wirklich festgelegt, was das eigentlich darstellen soll. Diese glühenden Klumpen, diese glühenden Felsen oder was das ist, Meteoriten nenne ich sie jetzt mal. Sehen ein bisschen aus wie Meteoriten, die gerade in der Erdatmosphäre verglühen oder in einer anderen Atmosphäre. Dann haben wir diese Stahlkonstrukte in so einer Art Wasser. Die auch, ja, auch einfach, ja, ziemlich random Objekte sind. Hier auch, irgendwelche Betonwände oder, ja, irgendwie so eine Art Wand, die ja an der Seite lang läuft. Es gibt, gleichzeitig nicht wirklich viel und doch viel zu sehen. Und das ist, glaube ich, so mit der Hauptpunkt des Spiels. Man kann hier sehen, aber nicht viel machen. Es gibt eine Sache, die man machen kann, und ich hoffe, die finde ich jetzt auch. Ich kann mich hier nämlich ziemlich schlecht orientieren. Hier ist so eine Art Eisberg. Da wollte ich jetzt auch gar nicht hin. Wow. Auch wenn wir hier schön sehen können, dass die Tiefe und Schärfe super funktioniert. Was ich euch eigentlich zeigen wollte, ist irgendwo anders. Mal gucken. Ah, ich glaube, da vorne ist es. Ah, ja, ich glaube schon. Da ist es. Diese Klötze. Ich habe das für ein Rätsel gehalten. Vielleicht ist es auch eins. Aber ob man es lösen kann, weiß ich jetzt nicht. Ups. Ah, da ist es schon passiert. Wenn man sich auf das kleine Teil draufstellt, wird daraus ein sehr großes Teil. Man kann da nicht wirklich hochspringen, also ich hab schon in einer bei einem vorherigen Versuch mir das hier zu Gemüte zu führen, habe ich es geschafft, von dem auf das dahinter zu springen und dann noch auf das dahinter, aber das bringt einem ja gar nichts, weil man von da aus auch nur in den Wind kommt. Das ist sehr mysteriös. Hier haben wir auch noch einige Kugeln an diesen Stahlkonstruktionen. Was das sein soll, keine Ahnung. Es soll wahrscheinlich gar nicht sein. Es sind Objekte und man kann daran sehen, was man will. Ein Spiel ohne wirkliche Ambition, ohne Ziel, ohne. Das ist was, ja, fast völlig Neues, würde ich sagen. Also ich habe von so einem Spiel noch nie gehört, das wirklich keinen Anspruch hat. Keinen Anspruch, jetzt nicht im negativen, sondern im positiven Sinne, dass
es nicht versucht, etwas zu tun, sondern den Fokus vielmehr darauf legt, dass der da spielt, irgendwas tut. Beziehungsweise, dass er oder sie oder es, wie ihr wollt, ist das eine Uhr? Nee, das ist einfach nur eine Blinkleuchte. Hier blinkt's überall ganz orange. Ziemlich strange, die Sache. Das hier ist ein, ja, eine Art Gebäude, würde ich daran jetzt sehen. Ein verlassenes Gebäude, ein zerstörtes Gebäude. Vielleicht auch ein unfertiges Gebäude, eine Baustelle mitten in Zeit und Raum. Etwas futuristisch. Fast schon, also die Konstruktion, obwohl, ja, nicht ganz so. Oh, es ist plötzlich. Das Teil ist ja größer, als ich es vorher gesehen habe. Hier sind ja außen auch noch Wände. Aha. Wie gesagt, man kann darin alles sehen. Es gibt hier ganz viele Objekte. Erstmal die ganzen Felsen, dann die Stahlkonstruktion. Daran könnte man zum Beispiel, jetzt spinne ich einfach mal rum, dass hier riesige Wendeltreppen waren, die dann durch einschlagende Meteoriten, diese orange leuchtenden Teile, zerstört wurden und jetzt zerschlagen im Wasser liegen. Wo das Wasser herkommt und warum die Wendeltreppen ins Wasser geführt haben, das weiß man natürlich nicht. Also sowas könnte man sich zum Beispiel denken. Es hat eigentlich wirklich nicht wirklich einen Sinn, dieses Spiel, und doch ist es, ja, ich würde jetzt nicht sagen packend, aber es interessiert einen trotzdem und man macht da was. Es gibt nicht viel zu machen, aber es gibt viel zu sehen. Wie gesagt, ich weiß auch gar nicht, wie ich das jetzt erklären soll. Ist wirklich ein sehr, sehr merkwürdiges Spiel, dieses Caesure. Oder wie man das auch ausspricht. Caesure heißt übrigens auf, ist übrigens das französische Wort für Zäsur. Zäsur heißt ja sowas wie Umbruch oder Veränderung. Oder das, was im Fremdwörterbuch steht. Oder wer das jetzt auch schon so weiß, der darf sich jetzt dran schlau fühlen. Ich weiß es nämlich nicht ganz so genau. Im Moment. Müsste ich auch erst nachschlagen. Denn die genaue Bedeutung von Fremdworten ist ja auch immer so eine Sache. So, da ist der Klotz wieder runtergefahren. Ich werde jetzt nochmal versuchen, da hochzukommen. Ja, wir haben es geschafft. No. Ach, jetzt sind wir von dem Teil wieder runtergefallen. Na toll. Na super. Das haben wir jetzt also geschafft. Wir hätten auch erstmal da oben bleiben können eigentlich. Obwohl, wir sind ja von da oben. Wo war eigentlich die... Ich finde nie die Bahn, die wieder hochführt. Das ist sehr komisch. Also, wir sind ja darüber runtergekommen, aber den Weg hoch, den habe ich nie wieder gefunden. Und hier ist schon wieder dieses Konstrukt, das ein Haus sein könnte oder eine Baustelle oder irgendwas ganz anderes. Und Felsen und Lichter und Wasser, das ist, die Spiel ist so strange, obwohl ich weiß gar nicht, ob man es überhaupt Spiel nennen kann. Kann man das Spiel nennen? Ist ein Indie-Game, das ist klar. Aber es in seinem Konzept, das eigentlich in der Abwesenheit eines Konzepts besteht, hat eher was Ernstes, muss ich sagen. Also die Definition der Dinge, wie sehen wir etwas? Ach,
sind wir schon wieder weggesprungen. Nehmen Sie noch diese Rippen. Ich weiß gar nicht, ob man hier oben noch weiterkommt. Ich bin hier, glaube ich, mal weitergelaufen. Oder bin ich es doch nicht? Ach, da ist ja der... nee, das ist ein anderer Eisberg. Ich nenne es jetzt einfach mal Eisberg, weil es im Wasser steht. Das ist eigentlich ziemlich simple Texturen, eigentlich kaum mehr als ja, einfach Rohtexturen mit bisschen Nebel drumrum und Spiegelung und Licht. Aber auch nicht so wirklich. Das ist ziemlich strange. Man sieht hier auch kaum noch was wegen dieser Unschärfe halt. Da sehe ich etwas Kreisrundes. Seht ihr es auch? Hm. Seltsam. Das ist mir vorher noch nie aufgefallen, dass das so einen Ring bildet. Aber was bildet einen Ring? Was? Nein, das ist eine Kuppel. Das ist eine Kuppel und da sind die ganzen Teile drin. Wow, das ist mir wirklich vorher noch nie aufgefallen. Da sehe ich plötzlich was vollkommen anderes. Man kann wirklich jedes Mal was anderes entdecken. Also ich war fast noch nie hier draußen und habe noch nie diese Kuppel gesehen, wie gesagt, in der sich alles befindet. Also alles bis auf diese Berge außenrum, ne? Ist klar. Ach, wirklich, ja, fast so wie eine Kugel. Da ist alles drin. Das ist ja strange. Wirklich neue Horizonte tun sich hier auf. Wenn man die Sachen mal von der anderen Seite betrachtet, von außen. So, jetzt haben wir praktisch alles gesehen. Wir haben die Kuppel entdeckt. Wir haben... Ich weiß nicht, was das ist. Das sind Halterungen für die Wände. Und das ist irgendwie eine bizarre kleine Welt hier in so einer, ja, bisschen zerbrochenen, zerstörten, ja, porösen Kugel, sag ich mal. Wirklich seltsam. Also man kann wirklich jedes Mal was anderes entdecken und was anderes in den Dingen sehen und darum geht's bei diesem Spiel. Darum geht's bei Caesure, um das Entdecken, um das, ja, Sehen, ums Interpretieren, um, ja, das Entdecken. Das Entdecken und dem Denken darüber, was man da sieht. Denn wenn man sich das nicht näher zu Gemüte führt, was man hier geboten bekommt, nämlich eine wirklich bizarre Welt mit Kugeln und in einer Kugel und mit irgendwie Metallkonstruktionen und mit, ja, meteoritenartigen Sachen und mit Gebäuden, dann hat das hier keinen Sinn. Also das ist wirklich irgendwie... Man entdeckt hier, das ist so gedacht, man entdeckt was und man guckt sich das an und man denkt, was ist das? Diese Welt wirklich so bizarr ist, diese ganzen Elemente, Metall, Felsen, Wasser, glühendes Zeug. Man kann gar nicht erfassen, was das hier überhaupt bedeuten soll. Und der Schlüssel liegt daran, dass man sich diese Bedeutung selbst schafft. Das klingt jetzt etwas pseudophilosophisch, aber so ist es. Und darin besteht Caesure. In dem, was ich euch hier gezeigt habe, es gibt bestimmt noch mehr zu entdecken, mehr zu sehen, Sachen anders... Oh, anders zu sehen, da stehen wir auf der Kugel und mit diesem Ausblick beenden wir dann auch das Video. Wie gesagt, das war das Indie-Game Caesure, das erste Indie-Spotlight in einer Reihe von Sachen. Ich habe schon einige entdeckt, ich habe auch noch einige auf Lager an Indie-Games, die ich auch noch präsentieren will. Ihr könnt mir auch gerne Vorschläge per PN oder per E-Mail zu meinem Kanal oder per irgendwas, per, weiß ich nicht, über Facebook, über die Facebook-Seite zum Kanal könnt ihr das auch hinterlassen. Vorschläge, was für Indie-Games ich denn noch präsentieren könnte, angucken könnte, euch zeigen könnte, was man da alles machen kann, wenn ich das erstmal gesehen habe.
Wie gesagt, Caesure habe ich schon zwei, drei Mal mir angeguckt, auch privat. Und ich habe noch nie wirklich so viel gesehen wie heute. Aber heute habe ich auch mehr gesehen. Also andere Sachen als sonst. Wie gesagt, die Außenseite der Kuppel, die habe ich noch nie gesehen. Und es gibt immer wieder neue Sachen zu entdecken. Genau, andere Indie-Games könnt ihr mir auch gerne vorschlagen. Und an dieser Stelle beenden wir das Video, das Indie-Spotlight. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis bald, euer Aventuro.